Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Und jedenfalls habe ich ja gestern, wo Injustice 2 rauskam, mit das Ende mit Batman, das Ende geschafft mit Batman, wenn ihr es angesehen habt, jedenfalls natürlich, wo ich drüber gesprochen habe, über Dead by Daylight, was denn kommen wird und so für einen neuen Chapter 9. Und endlich haben wir... Gestern kam der Teaser raus, aber ich hab's jetzt heute gemacht, also einen Tag später. Um das so immer so, jedes Video ein Tag und so vielleicht, manchmal kommen auch zwei Tage raus. Weil, da kam dann auch noch an diesem Tag gestern auch ein Deathstream. Glaube ich zumindestens, circa bisschen. Und haben drüber gesprochen, bla bla bla. Ich hab's mir nicht angeguckt, weil ich da offline war, so gesagt. Jedenfalls... Und der Chapter, der neue, der rauskam, heißt First Cut. Erster Schnitt auf Deutsch. Und den werden wir uns gleich ansehen. Jedenfalls, was ich drauf schon mal sagen kann, es wird wahrscheinlich brutal, wie wir Dead by Daylight halt kennen. Und horrormäßig. Und wie wir gesehen haben, ist es irgend so eine japanische Kultur, was wir gesehen haben bei diesem Instagram 10-Sekunden-Video. Wer schon es euch angeguckt hat. Jedenfalls hoffe ich, es wird euch gefallen und wir sehen uns jetzt dieses Video an. Und viel Spaß! So, und da sind wir auch wieder. Und jedenfalls, ihr habt es jetzt gesehen, was im Trailer gezeigt wird, 41 Sekunden lang. Aber da sind drei Sachen dabei. Beziehungsweise auch manche Easter Eggs, was es heißen kann. Jedenfalls, das erste, was wir sehen, ist seine japanische Maske. Die Dämonenmaske, wie man es in Japan nennt. Ich habe mich auch ein bisschen informiert für euch. Die Dämonenmaske. Jaske, na klar, Dämonenmaske. Und wie es hier langsam aussieht, wie es gezeigt wird mit diesen auch Kerzenhalter. Naja, wie nennt man das? Diese Stängel. Die Jedenfalls wird er dann auch später auch noch gezeigt. Naja, sein Katana. Hier circa. Die Sache ist, was man perfekt sieht, dass dieser Katana ist drin in der Höhle. Und dieser Katana, ist da auch noch einer? Jedenfalls sieht es ein bisschen so aus. Was ich dachte, dass dieser Katana fehlt und das hat er genommen jedenfalls, aber wahrscheinlich nicht. Hier jedenfalls steht auf Japanisch Wiederbelebung, in Deutsch übersetzt. Und wir können hier weiter und dann macht er die Situation, wie er einen bedroht und aufschlitzt. Und es ist jedenfalls keine alte Uhr, eine alte Geschichte von Japaner. Es hat sogar moderne Lichter, wie man hier sieht. Und halt, ich sag die ganze Zeit immer und. Sehr viel Blut, wie man sieht. Und ich habe mich auch ein bisschen informiert, weil... Ein Top-News. 28. August, 4 Tage später, ist es ein Dienstag, kommt die PTB mit Chapter 9... Balancing, neuen Changes und mehr. Und wahrscheinlich auch noch Skins dazu von Überlebenden und Killer vielleicht. Und Matthew Code hat auch noch gesagt, dass wir jedenfalls, dass die Lizenzkiller auch Skins bekommen werden. Irgendwann. Aber er hat wahrscheinlich nur mehr Sachen gesagt. Erstmal für Leatherface. Wegen, es gibt sehr viele Filme von Leatherface, alt, so sieht er aus, 1974, 2008, 2000, weiß der Geier, 2002, 2000, meinte ich halt 2000. Jedenfalls
eine Theorie, weil es gibt ja immer von Chapter her ein Killer, das wird der Samurai-Killer sein. Und jedenfalls, wir sehen auch hier nochmal, ich mach ein bisschen runter, Blut, Katana und dann zack. Puh. Und jetzt hören wir gleich einen Glassplitter. Jedenfalls, das war's auch schon, was man sieht hier alles. Aber als Theorie kann es sein. Wo ist denn das jetzt? Da. Kann es sein, dass einer, dass er sie getötet hat, natürlich. Und danach hört man ja die Glassplitter. Es kann sein, dass der Überlebende oder die Überlebende rausgerannt ist durchs Fenster und entkommen ist. Das kann sein. Und es könnte sein, dass halt eine japanische Map kommt, wie wir in Instagram 10 Sekunden gesehen haben. Und jedenfalls, das war's halt von den Neuigkeiten, die ich weiß. Jedenfalls, wenn ihr mehr Fragen habt, könnt ihr es in Dings schreiben. Und ich versuche es gut möglichst zu beantworten. Und ja, was ich euch noch zeigen kann, ich habe es gerade nicht so richtig im Hinterkopf. Jedenfalls, die sagen ja japanische Texte. Und jemand hat das auch übersetzt, wie das heißt. Ich muss nur finden, wo es war. Wenn ich was finde, ich würde es euch zeigen. Wir machen einen kleinen Cut hier. So, da sind wir auch wieder. Und ich habe ein Video von Paul yesterday gefunden, wo er irgendwas von der Dead auch selbst gekriegt hat, wie es eigentlich heißen würde von Japan, was sie sprechen auf Englisch. Da ist kein Punkt, meine liebe Tochter. Wir sind geboren zu sterben. Je mehr wir warten, desto sehr viel Schmerzen wir nicht ertragen können. Jedenfalls, so ist es halt, was er sagt am Ende. Es gibt auch noch andere Varianten. Er denkt, es ist Slipmouth und bla bla bla. Neue kosmetische Sachen werden auch kommen. Hier, diese heißt Resurrection. Like Rising from the Dead. Also circa wie Wiederbelebung. Resurrection, Wiederbelebung. Und hier ist auch noch. Everything is worthless, girl or daughter. Both are the same term. Muzume in Japanese. Every human being will die as time goes on. Agony will grow larger. Und das ist halt alles. Jedenfalls freue ich mich nach den 4 Tagen, das zu spielen am Dienstag, die PTB. Mal sehen, wie es wird. Der wird wahrscheinlich sehr brutal sein, weil Paul Jesser hat gesagt, am 28. wird wahrscheinlich sehr viele Leute schlecht sein, also krank werden oder so. Was ich dachte, es gibt ja kein Gerücht, dass du jetzt einfach krank wirst an diesem Tag, weil es ein scheiß Tag ist oder so. Oder da kommt eine Grippe oder so. Es kann sein wegen des Blut. Sehr viel Blut. Deswegen. Also jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst doch mal Text in den Kommentaren da, was ihr vielleicht fragen wollt. Irgendwelche Sätze oder wie es euch gefallen hat. Jedenfalls, hoffe, es hat es euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.